Rennstrecken wird in japanischen Rennen gern genutzt, aber auch Drag Racing hat viele Anhänger. In der Nähe gibt es eine Drag-Strecke. Diese Strecke ist bestens geeignet für Drag Races. Lass den Motor warm laufen und nicht blinzeln. Das wird schnell gehen. Ein Sieg. Sicher werden viele folgen. Es wäre kein echter Einblick in die moderne japanische Autokultur ohne urbane Rennen und modifizierte Autos. Die Straßen von Honolulu bei Nacht sind der perfekte Ort für die Rennen, die Motorfest für dich bereithält. Auf was gefasst.
The Pack hat dir noch nicht alle Tricks gezeigt und ich glaube, sie wollen eine Show abziehen. Erstklassige Verbesserungen und Profifahrer. Für Made in Japan gemeldet hast. Getunte Traumautos, die die Stadt beherrschen. Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Alle Autos sind perfekt getunt. Besonders unser Neuling, Tojis Mitsubishi Lancer Evo 10. Hier, Toji ist der verrückteste Tuner von uns allen. Er war groß und böse. Okay, da will wohl jemand richtig stumpf machen. Hey, du kannst kämpfen. Der Evo 10 hieß vorher Concept 10 und Prototype 10 und ist die Endfassung der Lancer Evolution-Reihe. Das ist der fortschrittlichste Evo aller Zeiten. Noch ein JDM-Juwel. Immer gerne. Für Toji der Beste von allen. Du kannst kämpfen. Durch. Wusstest du, dass der Evo 10 keinen richtigen Rückwärtsgang hat? Zwei Vorwärtsgänge sorgen dafür, dass sich die Räder rückwärts bewegen. Cool, hä? Und so spart man Gewicht ein. Genau. Für ein Rennen. Die Motorfest-Crew weiß, wie man Partys schmeißt. Reiß dich zusammen. Du bist hier nur der Moderator. Moderatoren können gefährlich sein, Mrs. Abernathy. Hey, hab's geschnallt. Ihr seid Nerds, beide. Das Ziel ist nur noch wenige Sekunden entfernt. Jetzt oder nie. Das war der Mitsubishi Evo 10 mit einem Toji-Twist. Und du hast gerade bewiesen, dass du das Auto verdienst.
Keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Weiter geht's!